Gut. Schnuck, schnuck! Quack, quack! Schnuck, schnuck! Quack, quack! Schnuck, schnuck! Quack, quack! Ja, zur diesjährigen Fasnachtseröffnung darf ich euch alle recht herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen würde ich jetzt an der Stelle unser Bürgermeister Joachim Schuster, der aber sich sowie alle Stellvertreter leider entschuldigen lässt. Er und alle Stadträte befinden sich momentan auf einer Klausurtagung. Aber gut, somit darf ich euch an der Stelle umso mehr willkommen heißen, alle Vorstände und Vertreter der Neuburger Vereine. Das sind heute im Einzelnen die Altstadt, Klungi, der Anders, Andi Sparat, die Altstadt Klungi mit einem Altstadt, Klungi, die Burghexe mit einem Burg, Hex, die Großhexe mit einem Groß, Hexe, die Grisa-Gschlänze mit einem Grisa, Schlänze, die Heidschnucke mit einem Heid, Schnucke, die Kloscherkopfhex mit einem, Achtung, Weiher, Hexe, die Markgräfler-Vagabunden mit einem, Achtung, heute hier, morgen dort, die Blogeister mit einem Blog, Geist, die Riewaldstorze mit einem Riewald, Storze, die Riesirutscher mit einem Riesi, Rutscher, die Wurlaufrösch mit einem Schnuck Schnuck, Quack Quack, und die Zigeunerklicke mit einem Zieh, Gina. Die meisten kämen kurz vor knapp. Ich hoffe, ich habe alle erfasst. Sehr gut. Nur fürs Protokoll. Wir müssen ja was in der CDK. Ganz besonders freut uns, dass wieder einige Träger der VON-Verdienstorte unserer Einladung gefolgt sind. Die sind heute im Einzelnen unser Oberner Markus Blechle-Weber. Der Erwin Bornemann. Dann die Daniela Saurer. Und von der Frau Freizeit Pur darf man heute Angelika Leist begrüßen. Begrüße darf ich natürlich unsere Mitglieder der Narrenzunft. Darf man ruhig extra klatschen. Ganz besonders unser Ehrenmitglied und Oberzunftmeister Jürgen Schäfer. Und unsere Obernährin Gisela Kappeler. Und nicht zu vergessen, der Vertreter der Presse, der Alexander Anleger von der Badische und Oberbadische Zeitung sowie für das Reppland Kurier. Ja, nun kommen wir schon zum wichtigsten Teil von der heutigen Fasnachtseröffnung. Und zwar darf ich euch das Motto für die kommende Kampagne 2023 verkünden, welches wie ich in jedem Jahr in einer kleinen Bütte euch bekannt geben darf. Lebe Narren, lebe Lied, sind froh, denn die Neuburger Fasnacht, die ist wieder da. Wir sind nicht einfach da oder dort, sondern wieder in der Zunftstube, wie sich's gehört. Je haben wir gekämpft um Selli all die Hitte, jetzt sind wir da auf der anderen Rothüssitte. Die erste Eröffnung in der neuen Stube, darum freut uns, dass ihr uns alle besucht. Denn wie in jedem Jahr hat es ein Aufruf zum Einreichen, eine Motto-Idee. Ich sag's mal ganz direkt, das Motto der Kampagne passt perfekt. Also, passe auf und höre zu. Ich bitte jetzt um Ruhe. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt. Ja, genau, keiner weiß, wer kommt als Chef im Rathaus, denn für den Vogt ist nach der Fasnacht Schluss. Wer will den Schuster beerben, auch mir nachher Röfe auf sich zu bewerben? Den muss sie schriftlich und zwar eigenhändig auf dem Rathaus bis am Rosenmäntig. Ich habe erst gedacht, die haben einen Schuss. Aber tatsächlich ist der nächste Tag der Bewerbung Schluss. Wir nachher wünschen uns einen Vogt, der kann lachen und uns lässt unsere Fasnacht machen. Eins ist jetzt schon glasklar. Schließlich ist es ja Tradition in jedem Jahr. Vom schmutzigen Donnerstag bis am Aschermittwoch wird der Vogt abgesetzt und von uns nachher das Rathaus besetzt. Zu seller Zeit herrscht bei uns nachher Freiheit. Dortruf kann sich der neue Vogtmacher bereit. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt.
ob's wird ein Mann, eine Frau oder was dazwischen. Die Hauptsache ist, er kann in der Politik mitmischen. Auch die Partei ist uns egal, solange er ist loyal. Wir sind für alles bereit, solange er ist gescheit. Soll's aber Sie, ein Bewerber von Mille, wählen wir ihn halt nur mit Widerwille. Ja, wir neue Burgen tun nämlich mit Leib und Seele Festle feiern, die der neue Vogt soll im Rathaus mitorganisieren. Er soll uns unterstützen, alle Vereine, die Großen und auch die Kleinen. Bei ihren Wünschen und Anliegen, dann werden ihn alle lieben. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt. Aber gut, der Schuster ist ja noch da und tritt bald ab und hat sich dieses Jahr zeigen können und das nicht zu knapp. Zwar nicht vor den 750.000 Besuchern, aber bei Prominenz, TV- und Radiohörern. Wir sind ja ehrlich und schwätzen ganz offen. Die Gartenschau hat unsere Vorstellungen übertroffen. Sie war wirklich grandios und im Städtle war mal wieder etwas los. Da hat der Schuster endlich gehabt, Sie, Stadt, Land, Fluss, ach wunderbar. Auch in der Stadt hat er überall die Käpfle durchgedruckt. Manches wird halt erst jetzt fertig und hat so Menge Euro verschluckt. Schön sieht's hier aus und wir werden lang davon zehren. Da muss aber der Neue erstmal sich um nicht viel scheren. Wegen dem alles ist jetzt in der Stadtkasse ein großes Minus, das der Neue erstmal stopfen muss. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt. Mal schauen, wenn wir dann sparen müssen, in aktueller Lage, tut es noch mehr weh. Denn der Russ marschiert in fremde Länder ein. Die Auswirkungen merkt man sogar bei uns in Neuburg am Rhein. Im Supermarkt ist deswegen die Situation beschissen. Ehl und Mehl sind stets vergriffen. An der Kasse kommt dann der große Schock und man muss schnaufen wie ein Dampflok. Einkaufen kann man sich kaum mehr leisten. Das merken von der Bevölkerung die allermeisten. Ins Unermessliche schießt der Preis von Öl und Gas. Da macht es zahlen gewiss keinen Spaß. Wenn man Pech hat, bleibt die Wohnung dazu noch kalt, nur weil einer in der Welt umeinander knallt. Das Leben ist das Kostbarste auf der Welt, nur das Lachen kostet noch kein Geld. Alles wird immer teurer, denn bei einem Krieg gibt's nur Verlierer. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt. Ja, in der heutigen Zeit geht's nur noch um Macht und Geld. Dabei wünschen sich doch alle eine friedliche Welt. Drum ist unser Ziel, und das soll auch so bleiben, während der Fasnacht zu verbreiten, Spaß und Friede. Alle nachher hoffen, dass Fasnacht wird wie vor dem Virus, denn dort war Fasnacht feiern ein Genuss. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt. Etwas soll aber weiterhin bestehen bleiben, und zwar zusammen mit den Neuburger Betrieben. Die Nachher-Rallye für klein und groß, weil die Rückmeldungen waren grandios. Auch eine Nachzeitung soll es wieder geben, mit Geschichten aus dem wahren Leben. Wer eine Geschichte weiß und will es uns erzählen, darf es uns kundtun auf den bekannten Kanälen. Ihr kennt es vielleicht schon erahnen. Wir werden auch wieder eine Saalfasnacht planen. Hemdklungi und Zunft oben soll es geben, denn wir wollen mal wieder unsere Fasnacht richtig leben. Mit einer Narrenmesse wird der Fasnachtssonntag eingeladen, sodass der große Umzug durch die neue Schlüsselstraße kann reiten. Am Sonntag zu oben gibt es die Beizenfasnacht und am Rosenmäntig ein eigener Kinderumzug ist angedacht. Wie gewohnt am Dienstag zum Mittag, und so soll es auch bleiben, eine große Kinderfasnacht im Stadthaus zum Verbleiben. Zum Abschluss der Fasnacht, das ist doch klar, die Verbrennung mit der ganzen Neuburger Nachschau. Keiner weiß, was kommt, aber die Neuburger Fasnacht, die blieb bunt. Hiermit ist eröffnet die Kampagne 2023, die hoffentlich wird alles andere als ranzig. Wir freuen uns zusammen zu feiern und sind jetzt schon dafür am Organisieren. Ich trete nun ab und rufe lautstark, Schnuck, Schnuck! Back, back.